Lagerhaus etwas verschieben. Weil wir hier den Platz brauchen für die Schweinefelder natürlich. Finde ich immer noch so eine super geile Lösung, dass sich die Felder dynamisch quasi verbinden und das Feld öffnet, wenn man die nebeneinander setzt. Das ist so ein schönes Feature. Macht das Ganze gleich viel ansehnlicher. Und ja, ich weiß, ich freue mich immer über die kleinen Dinge hier. Aber es macht halt einfach so viel Spaß, das zu beobachten. Es ist einfach schön. Wir brauchen nochmal ein paar Häuser. Wobei, hier ziehen noch Leute ein. Hier auch noch. Schnaps hat sich wieder normalisiert aktuell. Und wir beobachten mal. Ah, wir müssen noch upgraden. Doch, wir brauchen noch Häuser. Wir werden mal hier drüben weiter Häuser anbauen. Aber erstmal nur so viel, wie wir auch wirklich brauchen. Und dann werden wir nochmal upgraden. Hier unten. Und ich muss hier oben die Doppelstraße, die Querstraße noch einziehen, damit ich die später nicht vergesse. Denke, normalerweise, wenn du hier so vier so Doppelstraßen hast, dann sollte das für so eine Insel oder so einen Bereich erstmal reichen. Wenn du die durchziehst komplett über die ganze Insel, dann sollte das reichen, hier jede Ecke mit Strom zu versorgen. Wobei du das gar nicht machen musst, du musst ja nur die Innenbereiche dann versorgen. Gut, so, wie sieht's aus mit der Seife? Wir brauchen noch ein paar Arbeiter. Erste Seife wird produziert. Lecker. Die Leute freuen sich, zahlen noch mehr. Wir haben mittlerweile plus 500 Dollar. Oh, aber die Klamotten gehen wieder zur Neige. Und das meine ich halt, ne? Du baust hier und baust hier, haust dir ein Haus nach dem anderen rein und im Hintergrund, weil das ja zeitverschoben ist, gehen dir die ganzen Waren aus. Und dann kriegst du echt Probleme, wenn du das nicht rechtzeitig siehst. Ne, dann geht dir die Kohle aus, wie bei uns gerade eben. Und du kannst nichts mehr bauen. Und kannst nicht mehr irgendwie den Rückstand aufholen. Richtig schlimm. So, wir werden hier nochmal zwei Stück bauen, hier für die Kleider. Ich denke, wir müssen dann auch das hier upgraden, damit hier nochmal ein weiterer Wagen rumläuft. Boah, es gibt immer was zu tun. Es gibt immer was zu tun. Es ist so schön. Und dann hast du die schöne Musik im Hintergrund noch, die läuft. Es ist so wunderschön. Wenn jetzt die Kampagne noch stimmen würde, wenn das eine schöne Kampagne wäre, dann wäre das echt wahrscheinlich sogar mein Lieblingsspiel. Kannst du mit V vorplanen als Blaupause? Hallo, Nack. Ja, das ist richtig. Aber inwiefern meinst du das denn? Dann es hilft ja auch nichts, wenn du keine Kohle mehr hast. Dann helfen dir auch deine Blaupausen nichts mehr. Ich finde es gut, dass es Spieler gibt, die Let's Plays oder auch Tutorials bereitstellen. Das hilft mir mehr als die meisten Ingame-Tutorials. Die sind meistens ein Schmarrn. Naja, aber trotzdem sollte es schon Aufgabe des Spiels sein, ist meine Meinung, dem Spieler zu zeigen, wie ein Spiel abläuft.
ist ja bei Paradox-Spielen ist es ja genau das gleiche Problem. Die Tutorials kannst du in der Regel in die Tonne klopfen. Und es kann halt einfach nicht sein, dass die Leute sich oder dass Paradox sich darauf verlässt, dass YouTube ihre Arbeit tut. Ne? Das sollte eigentlich nicht sein, ist meine Meinung. Und genauso hier. Ich meine, wenn ich schon eine Kampagne anbiete, die als Tutorial fungieren soll, wo man eingeführt wird in die Techniken, es ist ja nicht mal ein richtiges Tutorial, weil die Kampagne einem vieles auch nicht erklärt. Aber dann erwarte ich, dass ich zumindest bis zur letzten Stufe spielen muss, damit ich da schon mal reinschnuppern kann. Es geht ja gar nicht mal so um die Optimierung der Stadt oder wie man bestimmte Sachen aufbaut, sondern es geht darum, dass ich viele Techniken, die im Late Game kommt, dass ich diese Techniken in der Kampagne überhaupt nicht erklärt bekomme. Der Transfer von zum Beispiel Arbeitsleistung, also dass ich auf anderen Inseln dann, bei den Ingenieuren, dass ich auf anderen Inseln gar keine kleinen Dörfer mehr bauen muss, weil ich die Arbeitsleistung von der Hauptinsel wegtransferieren kann, das kommt in der Kampagne überhaupt nicht vor. Keine Chance. Wenn du so wie bei mir jetzt bis Stufe 3 spielst, bekommst du das nicht zu Gesicht und musst dir das alles selber erarbeiten. Und das ist halt einfach Quatsch. Ja, ich glaube nicht, dass sich das jetzt einfach gemacht haben. Ich glaube einfach, dass die Zeit dafür nicht gereicht hat. Für Anno 1800, für die Kampagne. Bin der festen Überzeugung, dass die Kampagne nicht so enden sollte, wie sie jetzt geendet ist. So abrupt und schnell und unbefriedigend. Und ich glaube, dass ihnen da einfach die Zeit ausgegangen ist und dass sie da anderes zu tun hatten und die Ressourcen irgendwie anders verteilen mussten und deswegen einfach das relativ abrupt gemacht haben. Ach so, na, du meinst, dass man, ja, das mit den Blueprints und so weiter, das kommt dann bei mir später zum Tragen, jetzt nicht bei der in der ersten Phase, wenn es dann an die Auslagerung auf die externen Inseln geht, jetzt hier zum Beispiel. Wenn wir dann hier zum Beispiel planen, die Schnapsproduktion, die Kleiderproduktion, weil ich das dann schon so vorplane mit den Blueprints, dass man den Platz einigermaßen entsprechend ausnutzt. Und das geht halt nur, indem du, oder geht bequemer, wenn du das mit Blueprints machst. Wobei es hier in meinem Fall ja auch egal wäre, weil ich kann ja automatisch die Sachen wieder verschieben, ohne dass mich das was kostet. Und ich kann ja auch die Gebäude abreißen, ohne dass mich das was kostet. Aber trotzdem, ich werde da auf alle Fälle mit Blueprints arbeiten und dann nur die Blueprints aktivieren, die ich aktuell benötige dann. Geht viel einfacher. Der Druck kommt, dass das Spiel auf den Markt zu bringen. Naja, es ist ja eh schon einmal verschoben worden, das Anno 1800. Eigentlich sollte es ja im Februar rauskommen. Und dann ist es ja nochmal verschoben worden. Und ich kann mir vorstellen, dass die bei Weitem einfach nicht fertig geworden sind. Naja. Ja, man hätte mit der Kampagne so viel machen können, das ist richtig. Ich meine, ich erwarte jetzt keine super intensive Kampagnen-Story von Anno-Spielen. Also das muss nicht sein. Aber ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass man doch wenigstens dann die Technik ein bisschen erklärt bekommt, wie was abläuft im neuen Anno. Wenn du kompletter Neuling bist im Anno, wirst du ziemlich im Regen stehen gelassen. Und dass die Kampagne halt nicht wirklich so unglaublich plump ist, wie sie jetzt ist. Die Geschichte ist echt wie wenn sie irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber wenn irgendwie ein 10-jähriger Schüler die schreibt, vom bösen Onkel und dann kommt eine Geheimorganisation und ich hoffe, ich spoiler für euch nicht, aber das könnt ihr alles vergessen, das ist auch kein Spoiler, weil das ist einfach nur, ach, das, ja, furchtbar. Ich habe gerade gesehen, Ornise 1965, vielen Dank fürs Folgen vor einer Stunde. Weiß nicht, ob du noch da bist, wahrscheinlich eher nicht, aber vielen Dank dafür. Ich habe die Alerts ausgeschaltet bei Anno 1800, weil es ein bisschen angenehmer ist, wenn es nicht irgendwie so explodiert alles. Ja, vor der Veröffentlichung hat es ja geheißen, oh, die Kampagne ist fantastisch und die ist super schön und so, ne? Und das ist ganz was Neues, die Kampagne, aber letztendlich ist
ist einfach nicht, kannst du vergessen, das ist, nee. Ich weiß, dass viele natürlich nicht viel Wert legen auf die Kampagne, aber wenn ich schon eine Kampagne einbaue, dann halt doch vielleicht ein bisschen schön. Ich sehe gerade, wir haben über 1000 Dollar aktuell. Das ist ja fantastisch. Und man hat es gesehen, wenn ich hier reinzoome. Jetzt geht es eigentlich. Ein bisschen geruckelt hat schon. Eventuell werde ich den Wuselfaktor mal etwas zurückstellen. Auf jedem Feld weg, damit ich hier kein Ruckelfest bekomme. Okay, also wir haben alles erfüllt bisher. Inklusive Seife, Kirche. Das heißt, wir werden jetzt zur dritten Stufe aufsteigen, würde ich mal meinen. Und holen uns mal ein paar neue Gebäude. Und haben ab sofort Handwerker. Und die Handwerker fangen jetzt an mit der Fensterproduktion. Wer kennt sie nicht, die Handwerker? Und die Fensterproduktion machen wir hier unten am Strand, weil wir dafür Quarz brauchen. Und wir haben unsere erste Expedition auf der Suche nach einer neuen Welt. Ist das, oder? Neue Region, ja. Okay, wir machen das mit Toto. Gefechtskunde haben wir. Weil Führungsschiff, imperiales Führungsschiff wahrscheinlich. Dann haben wir ein Item, Brot. Bringt uns gar nichts. Weiß einer von euch, die Anno spielen, was die Items bedeuten, die keinerlei Beschreibung haben, was sie machen? Ich habe schon so oft Items bekommen, die einfach nicht beschreiben, was sie tun. Im Gegensatz zu Handwerkskammer-Items oder Hafen-Items oder so. Die tun einfach nichts. Da steht ein Beschreibungstext dabei, aber nicht, was ich mit denen anfangen kann. Hat da einer von euch Erfahrung? Weiß einer von euch das? Kampfkraft und Heilkunst brauchen wir. Wir können für Heilkunst die Seife mitnehmen. Kampfkraft sieht es eher mau aus. Ich habe nichts für Kampfkraft. Was zu essen? Dann werden wir Kampfkraft mal weglassen. Ich hoffe mal, wir werden hier nicht scheitern. Redegabe. Ich habe nichts mit Kampfkraft. Gefecht habe ich, aber keine Kampfkraft. Okay. Stahl brauchen wir nicht mitnehmen, weil wenn wir die neue Welt entdecken, dann bekommen wir automatisch ein Schiff geschenkt, wo alle Items für einen neuen Hafen, für ein neues Kontor schon drauf sind. So, sehr schön. Okay, also wir wollten uns der Fensterproduktion widmen. Es ist so aufregend. Fenster produzieren ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe in meinem Leben. Wir brauchen Quarz, 30 Sekunden. Wir brauchen eine Holzfällerhütte, wobei wir relativ viel Holz hier drin haben. Ich werde mir die Holzfällerhütte erstmal sparen, weil dadurch, dass wir hier vorne so viel produzieren an Holz, haben wir nicht doch irgendwo anders Holz gebraucht. Bin mir nicht mehr sicher. Also wir haben erstmal so viel Holz, dass wir das nicht separat nochmal brauchen. Eine Quarzgrube setzen wir hierher. Dann eine Glashütte, die aus Quarz den Glas macht. Den machst du den Glasse. Und wir brauchen zwei Fensterfabriken. So. Und ich habe mich natürlich wieder etwas verschätzt vom Weg her. So. Kann. Hä? Okay, hier unten kann ich nicht ransetzen. Dann so. So. Und ein separates Lagerhaus. Was fehlt mir hier noch? Für den Bau. Stahlträger. Ach, Kohle schon wieder. Ach, ich bin so verwöhnt. In anderen Durchgängen habe ich so viel Kohle. Irgendwie 1 Million. Ich passe nie irgendwie aufs Geld auf. Und jetzt fehlt uns wieder Geld.
Na gut, wir können mal mit einer Produktion anfangen schon, das ist okay. Aber wir brauchen dafür natürlich weitere Upgrades hier. Das heißt, wir werden die Häuser upgraden. Alles, kostet uns Stahl und Ziegelsteine. Werden das erstmal in der Mitte machen. Jetzt fehlen noch Arbeiter. Und das machen wir vielleicht hier. Ich weiß, das ist alles ziemlich strukturiert. Ich mache das hier so symmetrisch und so weiter. Aber ich will das einfach so machen. Ich muss es so machen. Ich kann hier nicht Wust querbeet bauen. Das geht einfach nicht. Das muss alles seine Richtigkeit haben. Kann mal kurz jemand im Chat schreiben? Ich schreibe auch gerade mal. Oh, wenn ich jetzt rausgehe. Kann mal kurz jemand im Chat schreiben, ob mein Chat geht? Ich bin offenbar gerade neu eingeloggt worden im Chat. Okay, passt. Wunderbar, danke. So, wir haben genügend Bauern, wir haben genügend Arbeiter und wir haben genügend Handwerker. Wir haben 1300 Bilanz. Yes. Brauchen nicht mehr auf die Kohle aufpassen. Und wir gehen mal auf Stufe 3. Unser Schiff ist auf dem Weg. Und wir haben eigentlich jetzt genügend Geld, um das hier... Zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. 6500 brauchen wir. Alle sind glücklich. Haben wir begonnen, sie Glück und Licht. Framlichborn ist voller Freude. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich meine gegenwärtige Laune bei 8,5 ansiedeln. Haben wir schon gehabt. Erste Handwerker treffen ein. Verleihen uns eine unbekannte Kultiviertheit. Gelddruckmaschine haben wir auch noch. Sehr schön. Alle sind glücklich. Und 7000, das heißt, wir können hier bauen. Haben aktuell einen verfügbaren Einfluss von 160. Und wir brauchen nochmal Handwerker, weil wir jetzt hier das Häuschen gebaut haben. So viele Gleichgesinnte. Die Handwerker sind mäßig zufrieden. Wir müssen mal schauen, ob die Bierproduktion reicht. Eventuell müssen wir nochmal eine zweite Runde bauen. Normalerweise würde ich jetzt hier Warenrechner nachschauen. Ich würde einfach mal hier hochgehen, schauen. 1000 Bauern, 1300 Arbeiter, 240 Handwerker. Was brauche ich da an Produktion? Dann würde dir der Warenrechner das einfach ausschmeißen und würde sagen, du brauchst irgendwie vier Brauereien. Dann müsste ich hier nochmal zwei zusätzlich bauen, damit das hier alles im Lot bleibt. Listen und Statistiken, soll was kommen, genau, das ist richtig. Irgend so ein Statistikgebäude soll kommen. Und ich denke mal, dass man dann irgendwie das besser nachvollziehen kann, was man noch braucht, was man noch haben will und so weiter. So, wir machen dieses Eck auch nochmal. Wir brauchen einen Besucherkai. Ich werde erstmal keinen Besucherkai machen. Der ist momentan nicht notwendig. Wir haben hier oben eine Aufgabe. Eine Fotografieaufgabe, die mache ich sehr gerne. Weil du dafür eigentlich nichts machen musst. Einfach irgendwie grob in die Richtung halten, Foto machen und es hat sich erledigt. Handelskammer, Produktivität von Großküche. Keine Ahnung, was eine Großküche ist, habe ich bisher noch nicht gebraucht, eine Großküche. Oder ist das vielleicht hier drinnen? Ah, doch. Großküche ist Gulasch. Gulaschküche. Gut. So, Holz geht runter. Das ist okay. Das passt. Wir schauen mal, ob die Warenhäuser alle so weit passen oder ob wir die noch upgraden müssen. Würde ich jetzt ehrlich gesagt ungern machen, weil es nicht notwendig ist, wenn wir das dann demnächst auch auslagern. Wir werden jetzt die Expedition fertig machen. Dann sind wir in der neuen Welt. Dann werden wir dort schön noch anbauen. Und vielleicht schaffen wir es heute sogar noch bis in die vierte Stufe. Das wäre natürlich fantastisch, wie schnell das geht. Wir haben aktuell 2500 Bevölkerung. Da geht noch einiges mehr. Als Deutscher braucht man doch Statistiken und Excel-Tabellen. Also ich bin eigentlich kein so Statistik-Fan, aber wenn es einem hilft, dass man die Sache besser nachvollziehen kann, auf alle Fälle. Ich muss mal kurz husten.
sind die Nachbarn auch wieder wach. Varieté ist aktuell noch keine Pflicht, oder? Das kommt erst. Oh, doch. Könnten wir auch schon bauen. Wir brauchen dafür 40 Fenster und 10.000 Dollar. Aktuell haben wir 8 Fenster. Ich hoffe, ihr produziert ordentlich. Da ist die Hölle los hier. Wusel, Wusel, Glas, Ink. Baumstämme werden weniger, ist okay. Sobald die dann sich dem Ende zuneigen, werden wir nochmal eine Holzfällerei bauen. Gut, also, Fleischkonserven. Paprika und Rinderfarm. Jetzt habe ich natürlich unser Schiff auf Expedition geschickt. Das heißt, wir bauen uns jetzt mal einen Schoner mit 2 Frachtplätzen und werden mit dem hier oben Paprika anbauen. Hier. Das ist temporär erstmal. Eventuell werden wir das... hier gibt es keine Paprika. Hier wird dann Schnaps und Brot und Bier angebaut. Hier oben auf der Insel. Und hier unten werden wir Paprika anbauen. Paprika und Fleisch. Geh mal auf Stufe 3, damit sich hier was rührt. Und uns fehlen Arbeiter, weil die jetzt natürlich hier gebraucht werden in der Werft. Aber wir können generell eventuell nochmal ein paar Häuser bauen. Nochmal ein paar Bauernhäuser, damit wir Puffer haben, weil wir die sowieso demnächst brauchen. So, ein Ereignis. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, das hat man ja schon so oft gesehen jetzt. Gefrorene Kluft, wir haben eine Navigationserfolgschance 15% und Heilkunst 7%. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Naja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Expedition in die neue Welt überhaupt scheitern kann. Vielleicht bekommt man dann wieder, wenn die scheitert, nochmal die Chance. Weil man muss ja irgendwie in die neue Welt dann auch kommen. Wenn du dich da ein bisschen zu doof anstellst, vom Stapel gelaufen. Ist natürlich schlecht. So, wir haben unseren Schoner fertig. Hier ist er. Ich wollte schon auf den großen hier klicken. Wir könnten notfalls, falls wir wieder Kohle brauchen, könnten wir jetzt dann Seife verkaufen, weil das echt recht gut weggeht. Bevor wir das machen, werden wir Holz einlagern und Stahlträger und machen uns auf den Weg hier rüber. Koordinaten gesetzt. Gegen den Wind. Was? Sie jammern schon nach Großküchen? Wer jammert denn nach Großküchen? Ich habe da noch nichts gehört. Sieht alles gut aus. Ah, ist das schön. Es ist so schön. Ich könnte heulen. Geh mal unten am Pier entlang. Ich glaube, da bin ich noch nie entlang gegangen. Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt gelandet? Jetzt sind wir auf der Insel gelandet. Wollte ich eigentlich nicht. Wollte ja hier unten entlang gehen. Oh, geil. Wie cool ist das denn? Bild erstellt. Das ist so schön. Bild erstellt. Als wärst du im Urlaub quasi. Bild erstellt. Bild erstellt. Wir schauen noch vor zum Kontor. Heftige Betriebsamkeit hier unten. Wo kommen denn die Lampen her? Wer hat denn hier Lampen? Da muss hier aber Feuer drin sein. Keine Elektrizität, ne? Können wir hier reingehen? Ich kann hier reinschauen. Ich kann durch das Haus durchschauen. Huh, da läuft einfach mal der Wagen hier quer drüber. Ach, schön.
Shipyard Sailing Ships. Es ist so fantastisch. Es ist einfach nur fantastisch.